Wir müssen uns diese Regierungen vom Hals holen. Wir brauchen eine völlig neue Konstitution. Wir brauchen eine neue Verfassung. Die war den Deutschen versprochen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Gut, aber, warum muss das, aber warum hängt das denn zusammen? Das ist, Sie wollten doch gar nicht, die deutschen Regierungen wollten doch gar nicht etwa eine neue Verfassung haben. Das hätte doch automatisch bedeutet eine Machtminderung, eine Beschneidung ihrer Macht. Nicht? Das heißt, das alte Parteiensystem, so wie es besteht, so korrupt, verkommen, degeneriert, wie es ist, und von Lobbyinteressen zerfressen und zersetzt, das soll doch so bleiben. Das dient ihnen doch. Das muss alles weg. Die Medien müssen völlig neu. Wenn du fragst, was müsste laufen, das ist doch völlig illusorisch, was ich jetzt hier von mir gebe. Die Medien müssten in ihrer aktuellen Formation vollkommen zerschlagen werden. Die dürfte es so gar nicht mehr geben, als gleichgeschaltete Top-Down-Medien, die alle im Grunde genommen mehr oder weniger denselben Wahnsinn berichten. Was will ich? Ich will im Grunde genommen brauchen wir eine neue verfassungsgebende Versammlung. Die Bevölkerung muss aufstehen gegen diese ätzenden Regierungen. Die Bevölkerungen. Oder aber sie sagen, Parteien kannst du sowieso knicken. Sehe ich mittlerweile auch so. Wir brauchen völlig andere politische Strukturen. Wir brauchen ein völlig neu konfiguriertes politisches System. So geht das gar nicht mehr. Und dieses politische System, um das mal ganz klar zu sagen, hat uns genau dahin geführt, in diese Katastrophe, in der wir heute stehen. Ja? Also von den Tätern erwarte ich doch keine Lösung. Wie blöd muss ich denn dann sein? Das macht Sinn. Aber wir müssen der Fairness halber sagen, dass die Täter dasselbe formuliert haben. Sie haben gesagt, wir brauchen ein neues politisches System. So geht es nicht weiter. Offensichtlich. Ja, interessant ist dabei ja nur, Sie sind diejenigen, die uns in diesen ganzen Dreck geritten haben. Voll. Und das neue System, was Sie kreieren, ist aber nicht das, was in irgendeiner Weise auch noch ansatzweise etwas mit Demokratie zu tun hätte. Natürlich, die brauchen ein neues System, weil ihnen das alte um die Ohren geflogen wäre und weil sie auch die Gefahr sahen, dass sie irgendwann an den Bäumen hängen. Ja, wenn das so weitergegangen wäre. Also macht man einen Reset. Und man schickt die ganze Bevölkerung in eine Angstphobie, in einen Angstirrsinn, Wahnsinn. Und die machen freiwillig mit. Also hast du die Masse hast du doch schon mal ruhig gestellt. Und dann hast du noch solche Typen, wie wir es sind. Wie viel Prozent sind das in der Bevölkerung? Aktive? Wahrscheinlich keine 5%. Sympathisanten? Da wird es schon ganz anders. 10, 20, 15? Wie viel? Wie viel Prozent Sympathisanten? Wie viele davon werden aktiv? Den ganzen Irrsinn, den die hier abfahren, machen die nur wegen uns. Wir sind für die Gefahr. Die breite Masse, die da mitläuft und guckt, dass die Masse noch eine Maske trägt und noch eine da drüber und die Mütze auch richtig sitzt, die sind doch für die keine Gefahr. Die haben sie schon voll im Sack.